YouTube und Internet zurück bei The Witcher 2. Ich gehe mal ganz geschwind zu. Ach, die Scheiße. Wo ist der? Hier. Das hat mir gleich nicht gefallen. Loredo lagert hier einige wertvolle Geschenke hiesiger Kaufleute. Er befürchtet wohl einen Angriff von Jorvet. Aber das ist noch nicht alles. Außerdem habe ich gehört, wie der Kommandant mit Sheela sprach. Worum es genau ging, weiß ich nicht, aber anscheinend will er ein Geschäft abschließen. Mal sehen, was er sagt. Wir machen viel zu viel Aufhebens mit denen. Aha. Unsere Garnison gehen schon die Soldaten aus. Eben, wen schert's welche? Und jetzt? Ah, diesmal durch die Vordertür. Also rein zu Loredo. Moment, zuerst will ich sehen, ich habe hier doch Rüstung bekommen, oder? Oho, Rüstung plus 7, Vitalität plus 30. Bluten 14. Vitalität plus, oh Gott, gib mir das! Und das verkaufe ich doch dann glatt. Waffen habe ich nichts bekommen, okay. Solides. Lächerlich. Wo ist mein Stahlschwert? Ach, ich habe es abgegeben. Genau. Okay. Gut. Oh Gott. Okay. Und? Aus den Belgern werden Eichen. Gut, siehst du aus. Ich sehe zwar nicht viel, aber siehst gut aus. Hört mit diesem Dreck auf, sonst gehe ich. Bin schon hier. Los, hinein. Sie warten schon. Alright. Und wohin jetzt? Das ist ja ein Riesenstall. Ihr geht nirgendwo hin, Herr. Jedenfalls nicht du. Wir haben Befehl, niemanden außer dem Hexer einzulassen. Hund, Räudiger. Du willst es hässlich? Das kannst du haben. Wenn du hier Krach machst, rufe ich Verstärkung. Memme. Schon gut. Bestell Loredo, dass ich die Botschaft verstanden habe. Leb wohl, Roche. Ich hoffe, es merkt niemand, dass ich die Rüstung anhabe, die ich hinten geklaut habe. Haha, okay. Lass uns quatschen, mein Freund. Was hast du denn da für Schätze, Liebchen? Was du siehst, alles da, wo es hingehört. Öffnen. Bin ich hier richtig? Ja, anscheinend. Zum Kommandanten? Ich habe etwas für ihn. Na dann, viel Glück. Seine Laune ist miserabel. Warum das? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Und anderswo. Bleib doch hier! Wir könnten ein wenig... Okay, was ist, wenn ich hier raufgehe? Ja, du hast doch nichts dagegen. Dritter Stock, oh. Zutritt nur mit Erlaubnis des Kommandanten. Pack dich. Gut. Ich habe diese Botschaft auch verstanden. Na, endlich. Ja. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Money. Soll ich ihm erzählen? Ich will nicht eigentlich. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Hier? Die Skoyatel hatten ihre Finger im Spiel und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernhard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Das interessiert mich mehr. Was ist mit Vernon Roche? Warum hast du ihn nicht vorgelassen? Roche? Weißt du nichts von seinem zweifelhaften Ruhm? Erst handeln, dann denken. Und wenn er handelt, fließt üblicherweise das Blut von Unschuldigen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Es interessiert mich einen Scheißdreck. Euer Zwist ist nicht der meine. Du hast aber in der Nähe von Flotsam Elfen getötet. Musste sein. Sie hatten uns angegriffen. Eben. Hexer, du begreifst nicht.
Nein, du begreifst nicht, Loredo. Ich bin selbst kein Mensch. Na was dann? Ein Elf? Zwerg? Nein. Hör schon auf mit dem Blödsinn. Meinen Arsch juckt's nicht, wenn sie dich Wechselbalg schimpfen. Weißes Haar hin, glühende Augen her, du bist ein Mensch wie alle anderen. Hier herrscht Krieg. Da kann man nicht am Zaum rumlümmeln. Es interessiert mich nicht, oder? Was ist mit den Anderlingen? Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger. Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge im Flotz haben. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Wäre alles anständig, dann sind sie loyal. Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt. Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss der Skoyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau bunte Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Oh Gott. Ich verstehe. Es geht um Jorvet. Mir ist klar, was du meinst. Jorvet ist ein Ungeheuer, das Reisigsammler verschlingt. Nur schlimmer, weil er klüger und grausamer ist. Wie können wir ihn erwischen? Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was willst du von mir? Und was soll ich tun? Mit einem Jorvet in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvet. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairan genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvet führen. Aber ich muss den doch sowieso töten, aber mit dir will ich gar nicht zusammenarbeiten. Ich bin zu dir gekommen, habe dich angehört und jetzt reicht es mir. Ja. Du willst nicht? No. Du bist ein Mistkerl, Loredo. Hoffentlich stehst du Jorvet einst von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und dann möge der Bessere gewinnen. Das wird dir noch leid tun, Hexer. Mein Wort darauf. Geh mir aus den Augen. Adios! Interessiert mich nicht, was du mir zum Erzählen hast. Aber Abzeit, du hast hier noch etwas, was ich stehlen kann. Hier habe ich euch belauscht, okay. Was hast du in deiner Truhe? 5. Lächerlich. Lächerlich. Kein Bock, mit euch zu reden. Oho! Um weiter Strom aufwärts das Motto zu reisen. Vergiss nicht, du könntest auf weiter... Lass mich das ansehen, was hier steht. Ich möchte noch einmal meine Betroffenheit und Beschämung über das unbegreifliche Verhalten meiner Mutter beg... Oh Gott, Ödipus. Blablabla, es lebe der König. Der König ist tot, es lebe der König. Alright. Interesting. Quests. Runter. Das mal das, das kommt dann. Aha. Okay. Alright.
Okay, aber was soll ich denn jetzt machen? Das habe ich doch. Wartete auf die Konfrontation mit dem Kairan. Okay. Dann mach's mal gut hier. Adios. Time to say goodbye. Da schaust du blöd, oder? Wo ist denn... Wo ist denn mein Freund? Wo ist mein Kumpel? Die Balliste funktioniert nicht mehr. Halleluja, Halleluja. Goodbye, my friends. Goodbye. Vergiss dein Eisenzeug nicht. Absolut nicht, gib her. Wow, 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 was war das? Waffen. Okay. Her damit. Her damit. Sicher ist sicher. Ach, was denn der Rüstung? Eine Rüstung mit Kettenringen. Okay, gut, gut, gut. Ich habe schon eins hier verbraucht. Verdammten Ding. Okay. Dann. Ja, auf Wiedersehen. Haha, 300. Gute Nacht. Finde, das habe ich schon. Ich sage, es ist Zeit, meine Sachen zu verkaufen. Deswegen meditieren wir jetzt ein wenig und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Verkaufe ich ein paar Sachen und vielleicht treffen wir irgendwann den Kairan. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss.